Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, ist jetzt schon genau ein Tag her, wo ich die Aufnahme gemacht habe und weiß schon nicht mehr, was ich machen wollte. Offenbar nichts, gut. Wir haben noch diverse Dinge, die wir in Angriff nehmen können. Wir haben noch eine Näherei aufzuwerten. Oder haben wir die beide gemacht? Die haben wir, glaube ich, beide gemacht, ne? Ja, haben wir beide gemacht. Die da und die andere war es schon. Sehr gut. Aber wir haben noch ein Lebensmittellager, was aufgewertet werden kann. Wie spät haben wir eigentlich? 10.37 Uhr. Ja, Quests haben wir leider keine mehr zu machen. Guck vorsichtshalber nochmal, aber ne. Crafting müssen wir halt machen. Dass wir da Punkte kriegen. Wir könnten nochmal weiter Palisade bauen, ne? Oder Häuser. Aber Häuser zählt das auch. Müsste ich mal gucken. Würde ich nochmal ein Haus bauen. Gucken wir jetzt gerade nochmal, wie viel Dings wir haben. Punkte. So, das war das Wort, was ich suchte. Und dann könnten wir hier nochmal ein Haus hinmachen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Wir brauchen 10 Rundhölzer. Waren, glaube ich, 10, ne? Und ich wollte das Lager noch aufwerten, aber das machen wir dann später. Im Prinzip brauchen wir ja mehr. Ja, 20,71. Das, achso, den brauchen wir noch gar nicht. Und dann würde ich das Haus nämlich hier hin machen. Dafür muss natürlich der Baum hier weg. Ist das geändert worden? Oder sah das stumpf immer schon so aus? So. Hier so würde ich das hinbauen. Ich wollte nach den Punkten gucken. Vorher. Das machen wir besser vorher, weil hinterher hilft uns das nichts mehr. So, 9820 haben wir. Machen wir ein einfaches Haus. Ein bisschen Abstand nach hinten. Ja, so ist das ganz okay. Ach nee. Hammer brauchen wir. Und hier müssen wir natürlich auf Stein gehen. Nee. So. So, und dann haben wir natürlich die dann noch. Und das Dach. Schindel. Schindel. Auch Schindel. Und dann die hinten zwei, hier hinteren zwei noch.
So. Dann machen wir auch so. Da brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier, zehn Stämme brauchen wir noch. Und dann noch ein paar Steine. So zwei, drei, vier, fünf. So. Zehn, wenn ich mich nicht vertan habe. Und dann können wir noch, ja, mal 30 Steine mitnehmen. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir, glaube ich, brauchen an Steinen. Ist ja fast so eine Art Reihenhaussiedlung, ne? Aber mir gefällt's. Mir gefällt das. So. Das waren die ersten 30 Steine. Dann bringen wir noch die Holzstämme unter. So, das hätten wir. Jetzt brauchen wir noch Steine. 30 waren das jetzt, dann können wir also locker 50 nochmal mitnehmen. Stein 50. Ich hoffe, das reicht. Müsste aber eigentlich. Ach, hier wollte ich ja auch noch anpflanzen, ne? Da brauchen wir ja noch. Da muss ich nochmal nach Gustovia. Weil da brauchen wir ja. Kirsch oder Pflaumenbäume oder irgendwas. Haben wir genug dabei? Ich hätte natürlich auch vorher zählen können, ne? Ah ne, reicht auf jeden Fall. Das reicht. So, und jetzt brauchen wir dann 6 mal 12, 72 Bretter waren das, genau. Ups. Können wir die alle auf einmal schleppen? Ja. Geht. Wir sind nicht schnell unterwegs, aber es geht. Wir haben keinen weiten Weg. Von daher machbar. Von daher ist das gut machbar. So, einmal.
mal gleich Nummer 2 und dann kann man mal gucken. 9820 hatten wir, ne? Bisschen was produzieren die hier natürlich jetzt auch immer noch, unsere Kollegen. Aber wenn wir einen ordentlichen Schwung gemacht haben, gehe ich mal davon aus, dass das Haus zählt, aber habe so ein bisschen Befürchtung, dass nicht. Palisade und so zählt ja, ne? Aber Häuser? Auch noch nie aufgefallen, dass es da hinten dran angezeigt wird. So, einfaches Haus fertig. Dann können wir jetzt direkt mal gucken, was die Technologie sagt. Achso, 9851. Demnach wären das ja 30 Punkte, ne? Ungefähr. Das ist natürlich eine Überlegung, ob wir dann noch eins bauen. Man müsste die füllen können, wird noch eine Weile vergehen, aber... Oh, das muss ich ja auch noch aufrüsten, sehe ich gerade. Ach, das Lebensmittellager habe ich schon. Das Nahrungsmittellager, aber das da hinten glaube ich nicht, oder? Ich guck gerade mal. Hä? Ach so, da. Doch, haben wir auch schon. Ich sehe es gerade. Okay. Die haben wir alle, das heißt, wir brauchen nur noch unser Ressourcenlager. Das können wir eigentlich direkt mal machen, ne? Wie spät haben wir es? 15.40 Uhr, dann können wir eigentlich das Ressourcenlager gerade noch upgraden. Ups. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. So. Ich gleich mal was trinken. So, und hier mal ein paar Stämme ablegen. Das werden nämlich zu viele. Verwaltung. Nee, nicht Verwaltung. Hier. So. Einfach mal daneben gehauen. So, passt. Können wir wieder aufnehmen. So. Ressourcenlager. Da, Materiallager 3. So, jetzt muss ich ein bisschen wieder was ablegen. Wieso drücke ich hier die ganze Zeit die falschen Tasten? So, jetzt können wir zumindest langsam... wieder gehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das genau reichen. Von dem Holz her.
Bretter natürlich nicht. Aber Holzstämme, meine ich, reichen genau. Oder wir haben sogar zu viel. Okay, wir haben zu viel. So, Bretter brauchen wir und Stein. Stein. Können wir mal ordentlich nehmen, weil wir haben jetzt überhaupt keinen Weg. Wir kloppen einfach drauf los. Dann haben wir das nämlich auch gleich abgegradet. Oder hochgestuft. Oh ja, ich muss was trinken. Wir trinken gerade mal was. Wir haben es ja nicht weit. Ich höre das Wasser rauschen. Sehr gut. Und essen können wir auch. Dann haben wir das auch erledigt. Ich hätte sogar Apfelsaft dabei gehabt. Cool. So, hier noch. Schnauf nicht so, Rassimir. So, Bretter. Für die Wände reichen die Steine leider noch nicht. Aber wir sind ja an der Quelle. Wir sind an der Quelle. Wie viel brauchen wir noch? 6, 8, 8. Also 16, 24, 25 Steine. Wenn ich mich nicht vertan habe. Und Bretter brauchen wir natürlich noch. Da weiß ich gerade gar nicht, wie viel. So. Nehmen wir einfach mal einen Schwung mit. Und dann haben wir's. Tadam, tadam, tadam. Plopp. Und dennoch, wieso habe ich jetzt zwei Steine? Da brauchen wir nur 6. Warum? Warum da 8 und da 6? Waren doch beides Wände ohne Fenster. Oder waren das beide 6er und ich habe mich da verguckt? Kann natürlich auch sein. Naja, egal. Hauptsache, wir hatten genug Steine dabei. Jetzt gleich noch gucken, wie weit wir punktetechnisch sind. Aber ich vermute mal, das Upgraden, das Aufwerten hier, das bringt nichts. Aber wir gucken mal. Oh, wir brauchen noch 10 Bretter. Okay. So. Jetzt haben wir genug. Sehr schön. Materiallager 3.
So, was sagen unsere Punkte? 9.875. 125 Punkte braucht man noch. Die kriegen wir doch wohl hin, oder? 125 Punkte. Irgendwas, was ich hier craften kann? Brennholz, ne? Aber das bringt natürlich so gut wie gar keine Punkte. Hammer. Messer. Das ist punktetechnisch natürlich eher ein Witz, nehme ich mal an. Ja, hier muss ich auch noch gucken, was ich hier mache. Ist auch noch nicht so, aber da habe ich auch noch nicht so die Idee. Gucken wir mal, kriegen wir hin. Guten Abend, Wolfram. Guten Abend, Gundolf. Guten Abend, Oswalda. Da wollte ich auch noch Brennholz reinmachen, ne? Ich glaube, da kräften wir doch gerade mal ein bisschen Brennholz. Guten Abend, Gottfried. Gucken wir mal, wie viel das gibt. 5 Stämme. So, wenn man da 15 Stämme zu Brennholz verarbeiten. Gucken wir uns mal die Punkte dazu an. Bin ich neugierig. So, 9875,3. 9875,3. Schauen wir mal, wie viel das sind, wenn wir hier das Brennholz gecraftet haben. Ich muss das leider einzeln da reinwerfen. Aber ja, ist halt so, ne? Und wir stinken, by the way. 9875,3. Wahrscheinlich haben wir dann das 9876,3 oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass das reine Brennholzcraft nicht allzu viel an Punkten bringt. Aber ich möchte hier gerne so ein Brennholzlager machen. So. 9875,3. Es bringt genau gar nichts. Okay. Gut. Einfach nichts. So. Das muss ich jetzt leider so machen. Das ist ein bisschen doof. Was passiert, wenn wir das mal so machen? Ah doch, das geht auch. Okay. Hoppala, falsche Taste gedrückt. Weil dann fliegen die Sachen gern mal, aber das sind wir hier ja... Hier relativ safe. Hier dürfen sie ja ein bisschen fliegen. Das geht deutlich schneller auf diese Art.
Deutlich, deutlich schneller. So. Die haben ja natürlich nichts verloren. So. Sind das 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, haut ungefähr hin. Denke ich mal. Guten Abend, Jurand. Oh. Holla, die Waldfee. Die sind doch ein bisschen weit geflogen. Okay. Also auf die Art können wir das nicht machen. So war das nicht gedacht. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Ne, da ist noch eins. Wahnsinn, wie weit die fliegen. Jetzt haben wir alle. Okay. So war das nicht gedacht. Dann müssen wir es jetzt halt doch gerade mal so noch machen. Okay, das zu füllen, das gibt noch einiges an Arbeit. Das sehe ich jetzt schon. So. Da liegt nicht auch noch irgendwo was rum, oder? Hier sind auch... Holla, wo fliegen die denn überall rum? Wo fliegt das denn überall rum? Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt haben wir aber alles. So war das nicht geplant gewesen. Jetzt kann man gucken. Ne, Sattel ist hier keiner. Keine Ahnung, wo der Sattel hin ist. Weil den würde ich jetzt hier angezeigt bekommen, wenn der da drunter wäre. Oder? Doch, normal schon. So, gehen wir uns noch kurz waschen. Und dann wird es Zeit fürs Bettchen. Dann müssen wir morgen noch ein bisschen was craften. Dass wir endlich unsere Punkte zusammenkriegen. Schatzi pennt auch schon. Guten Morgen, meine Liebe. Oh, ich habe vergessen, mich zu waschen. Oh, Schatz, wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Komm her, ich werde dich mit meinem Spezialschwamm versorgen. Du bist sehr freundlich, danke. Wie steht's um unser kleines Königreich? Es gibt nicht genug Handwerksmaterial. Mal wieder. Sohnemann pennt noch. So. Es stürmt. Crafting wollten wir machen.
Müssen wir mal gucken, was wir an Handwerksmaterial noch brauchen auch, ne? Könnte natürlich noch mal ein paar Holzfiolen oder sowas machen. Den können wir hier lassen. Noch irgendwas. Das Fladenbrot macht ja nun gewichtstechnisch gar nichts aus. Temperaturtrank, den können wir auch hier lassen. Den brauchen wir nicht so wirklich. Gehen wir mal in unsere windgeschützte Werkstatt. Da wollte ich auch immer noch Sachen reinmachen. So. Ein paar Wagenräder können wir noch machen, ne? Machen wir nochmal 5. Dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Oh, brauche eins so lange. Ups. Gar nicht mehr in Erinnerung. Habe ich tatsächlich vergessen, dass wir uns ja waschen wollten. Naja, egal. Schatzi hat es ja dann erledigt. Auch aus eigenem Interesse vermutlich. Wer schläft schon gern neben jemandem, der stinkt? Ah, da können wir gleich unserem Sohnemann auch nochmal Hallo sagen. Den haben wir ja auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen, ne? Immer wenn wir dort sind, pennt der. Oder sonst irgendwie unterwegs. Oh, der Eisenhammer ist fast aufgebraucht, sehe ich gerade. Da brauchen wir auch einen neuen als Reserve. So, machen wir noch ein paar Violen. Die dürften schneller gehen, hoffe ich doch. Ich hätte gern die 120 Punkte, die uns noch fehlen. So gerne. Können wir vielleicht noch irgendein Produktionsgebäude bauen? Nicht, dass ich da Leute für hätte im Moment, aber... Kommt der vielleicht nochmal wieder, ne? Natürlich die Frage, ob wir vielleicht unten... in der Neubausiedlung nochmal irgendein Produktionsgebäude hinmachen. Oder was haben wir sonst noch an Gebäuden? Wir haben eigentlich nur Häuser und Produktionen, ne? Sowas wie Kirche und sowas fehlt ja komplett. Schade eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob sowas nochmal geplant ist. Bin ich gerade ehrlich gesagt überfragt, ob da irgendwas in der Roadmap steht. Oder sowas kommt vielleicht nochmal als DLC, wäre natürlich auch noch eine Variante. Weil meines Wissens sind DLCs geplant. Von dem Spiel hier. Da wäre sowas natürlich nicht verkehrt, ne? Kirchen-DLC. Oder je nachdem... Angefangen von der kleinen Dorfkirche bis zur großen Kathedrale, Kloster. Wäre natürlich auch nett, ne? Wobei man da dann natürlich entsprechend, Kloster wäre wahrscheinlich schon fast ein eigenes Dorf dann.
Die waren ja auch immer Selbstversorger, weitestgehend. Das wären da auch noch nette Sachen, ne? Aber klar, haben mit Mittelalter nicht unbedingt, ja, wobei Klöster schon, Kirchen auch, definitiv. Mittelalter war Kirche ja immer sehr wichtig. Hatte sehr viel zu sagen. Auch was Strafen und so angeht. Und wir müssen gleich was trinken, sehe ich gerade. Schlückchen und nochmal ein Fladenbrot essen. Können wir da nochmal gucken, wie weit wir unserem Ziel der Taverne näher gekommen sind. So, jetzt haben wir mal wieder ordentlich was gecraftet. Was sagt unsere Taverne? 9905. 95 Punkte fehlen uns noch. Die werden wir doch irgendwie schaffen, oder? Da könnte ich mal so einen Wagen gerade postieren, ne? So. So, schön. Oder packen wir das hier eher an den Tisch? So. Doch, das ist doch gut. Dann können wir vielleicht auch gerade mal so ein hölzerne Fiolen mal zwei oder drei ablegen. So, halt. Doch nicht runterfallen. So, können wir die irgendwie hinstellen? Das ist gar nicht so einfach. Sag ich euch. Puh. Lassen wir gerade erstmal. Das machen wir vielleicht in Körbe oder so. Das wäre noch eine Idee. Machen wir Körbe und da packen da ein paar Fiolen rein. Brauchen wir nur ein paar Stöcke. Haben wir Stöcke? Da sind immer so ein bisschen Mangelware, glaube ich, bei uns. Ja. Oh. Achso, die Wagenräder könnte ich ja hier lassen, ne? Dann passt das gewichtstechnisch auch besser und ich muss immer noch was essen und was trinken. Machen wir sofort. So. Und Essen machen wir auch sofort. Da haben wir das Fladenbrot ja noch.
fehlt Tierfutter. Ups. Das machen wir jetzt aber zuerst. Weil ohne Tierfutter gibt es keine Hühner und keine Eier, keine Milch. Das geht ja gar nicht. Wir brauchen, glaube ich, Roggen, Weizen, Roggen, Hafer und Stroh, ne? Hafer, Haferkorn da. Haferkorn, Roggenkorn und Stroh. Ich glaube, fünffache Menge Stroh oder sowas, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, dann machen wir geschwind mal Tierfutter. Alle, hopp. Zählt leider nicht zum Crafting dazu, aber ist jetzt wichtig. So. Und geht ja schnell. Geht ja relativ schnell. Fehlendes Tierfutter ist natürlich ganz bitter. Ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet. Wie viel machen denn unsere Leute hier? Wie viel brauchen wir und wie viel machen unsere Leute? Und einen Hammer wollte ich immer noch einstecken, ne? Sehe ich gerade wieder. Der fehlt uns auch noch. Ja, dann würde ich sagen, dann beende ich an dieser Stelle die Folge. Machen wir 2-3 Minütchen weniger. Und ich kräfte das hier noch zu Ende. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.